Hallo, hier ist die Dela. Bevor die aktuelle Folge losgeht, wollte ich euch einen kleinen Disclaimer vorneweg schicken. Wir werden in dieser Folge das Buch Das Spiel besprechen. Und da es in diesem Buch sehr deutlich um häusliche Gewalt, aber auch sexualisierte Gewalt und sexualisierte Gewalt gegen Kinder geht, dachte ich, es ist ganz sinnvoll, wenn ich euch da vorneweg ein bisschen warne. Und was ich dachte ebenfalls sinnvoll ist, ich wollte euch nur darauf hinweisen, es gibt die Seite hilfetelefon.de, die haben unter anderem eine Chatbetreuung, die haben unter anderem eben eine Notfalltelefonnummer und so weiter. Falls ihr in irgendeiner Weise von häuslicher Gewalt betroffen seid oder sexueller Gewalt in der Hinsicht, dann haben die vielleicht für euch entweder eine Lösung oder zumindest ein offenes Ohr, dass ihr da nicht alleine seid mit eurer Situation und vielleicht sogar eine Perspektive seht, auf die ihr selber vielleicht so nicht kommen würdet. In diesem Sinne, passt bitte, bitte, bitte gut auf euch auf und wir hören uns dann in dieser Folge. Bis gleich, ciao! König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Diesmal im Jahr 2020. Yay, es ist schön, dass ihr alle wieder da seid. Ja, und wir haben euch auch eine ganz fesselnde Geschichte mitgebracht. Ja. Genau, total. Und wir haben euch eine wundervolle Gäste mitgebracht und wir fangen dieses Jahr gleich mit einer Premiere an, denn uns begleitet bei dieser Folge die wundervolle Auslandsschweizerin. Hallo Lara! Hallo zusammen! Außerdem ist wie immer natürlich die Stammbesetzung da, nämlich der Jonas. Hallo Jonas, es ist wundervoll, dass du da bist. Hallo Dela, schön wieder hier zu sein. Und es ist auch schön, dass der Flo wieder da ist. Hallo Flo! Guten Abend! Ja, wir wollen heute, wie Flo schon sagte, über eine ganz fesselnde Geschichte sprechen, nämlich das Spiel. Aber bevor wir über die Geschichte reden, liebe Lara, erklär uns doch ein bisschen, wer du bist, was du so machst, woher man dich eventuell kennt und ob und wie viel Erfahrung du im King-Universum hast. Also ja, mein Name ist Lara, mein voller Name ist Lara Schutter, könnt ihr mich auch kennen. Ich bin schon eine Weile im Podcast-Geschäft, ich glaube, das Jahr wird es 5 Jahre sein. Ich habe einen Personal Podcast, das Leben als Auslandschweizerin, daher kommt auch mein Spitzname Auslandschweizerin. Ich habe einen Käse-Podcast, der Käsekeller mit dem Daniel. Mit der Brie-Show. Der wird übrigens zu meinem Erschrecken, wie ich rausgefunden habe, diesen Februar tatsächlich 3 Jahre alt. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass wir das seit 3 Jahren machen. Der reift aber gut. Ja, genau. Dann habe ich einen Literaturpodcast mit der Pret-Marie vom Frankfurter Kranz, könnte man sie kennen, auch von Trackgasm, glaube ich. Und der heißt By a Lady, das ist der erste, soweit wir wissen, deutschsprachige Jane Austen-Podcast. Und dann hatte ich jetzt bisher noch einen Gesellschaftspodcast, Hashtag Mensch, der jetzt aber letztes Jahr geendet ist. Und ich bin jetzt gerade in der Vorbereitung für einen neuen Podcast, der über Geld und Gesellschaft gehen wird. Und nebenbei habe ich noch einen YouTube-Kanal. Genau. Und meine erste Berührung mit Stephen King ist wirklich dieser Podcast gewesen. Natürlich habe ich schon Stephen King schon mal die üblichen Sachen gehört. Da ich aber überhaupt nicht auf Horror und Grusel stehe und auch ein absoluter Schisser bin, habe ich mir nie davon irgendwas willentlich angeguckt, habe aber irgendwann mal angefangen, diesen Podcast zu hören. Ich weiß nicht mehr warum. Und bin einfach so dran geblieben, weil ich diese Stammbesetzung so wunderbar fand und dass dann Dela angefangen hat aufzurufen, dass man doch mitmachen soll, dachte ich so, okay, gut, dann probier es mal, hab mich gemeldet und Dela hat mir dann dieses, oder Flo, sie sind sich nicht einig, sie schieben sich die Schuld gegenseitig hin und her, haben mir dieses furchtbare Buch zum Lesen gegeben und eigentlich muss es, also eigentlich schon letzten Sommer raus, wollten wir eigentlich schon aufnehmen und ich habe es jetzt immer wieder vor mich hergeschoben. Und ich habe jetzt die letzten 50%, weil ich habe es im Kindle gelesen, habe ich jetzt heute gelesen und Ich kann dir übrigens beantworten, wie du über uns gestoßen bist ursprünglich, weil ja, du uns die Technikhilfe gegeben hast für die Podstock-Folge 2018. Aber ich kannte euch schon vorher, ich habe euch schon vorher gehört. Ah, also, okay.
Ja, ich weiß aber nicht mehr, was der ausschlaggebende Punkt war. Also ich weiß einfach nur, dass ich euch höre, dass ihr zu einem wenigen Podcast gehört, wo ich euch zwar, obwohl ich den Inhalt eures Podcasts nicht konsumiere, in dem Sinne, ich bin keine Stephen King-Leserin, ich höre einfach nur, weil ich euch toll finde. Oh, danke schön. Wir finden dich auch toll. Du bist verrückt. Natürlich werden wir alle deine Projekte verlinken, die schickst du mir dann einfach und dann findet ihr das entsprechend im Blogbeitrag, aber natürlich auch auf unserer Seite Gäste des Hauses. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die Sache rein. Und lieber Flur, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung für uns. Ja, wir befinden uns immer noch im Jahr 1992. Da waren wir ja auch schon in der letzten regulären Folge mit Dolores. Und tatsächlich sind Gerald's Game, wie das Spiel im Original heißt, und Dolores ja zwei Seiten einer Medaille. Die beiden Bücher hätten ursprünglich als eine Novelle oder als zwei Seiten einer Novelle in The Path of the Eclipse veröffentlicht werden sollen. Und King hat sich dann aber entschieden, da doch zwei Bücher draus zu machen. Verbunden sind sie, da kommen wir ja noch drauf, durch eben diese Sonnenfinsternis und durch eine Überschneidung, da haben wir in Dolores auch schon drüber geredet. Ob es gut ist, dass die beiden Bücher getrennt wurden, ob sie was miteinander zu tun haben und ob man es überhaupt gelesen haben muss, da reden wir heute dann drüber. Auf Deutsch ist es 1993 erschienen und ja, viel mehr habe ich eigentlich hierzu gar nicht zu sagen. Und ihr werdet merken, dass sich das mit denen nicht viel zu sagen durch die ganze Folge zieht. Aber ja, okay. Es war gerade lustig, wie bloß ich zurückhalten musste mit muss was gelesen haben. Ja, na, ich Spoiler, nein. Lieber Jonas, du hast doch bestimmt eine Inhaltszusammenfassung für uns. Ja, so halbwegs. denn ich gebe zu, ich fand das Buch so schlecht. Ich hab's nicht über mich gebracht, mich sehr einfassend mit der Zusammenfassung auseinanderzusetzen. Deswegen gibt's das jetzt freie Schnauze und improvisiert, so ist das Wort. Jesse und Gerald Burlingame sind 17 Jahre verheiratet und ja, sind gerade in ihrem Sommerhaus an einem See, eine ziemlich abgelegene Gegend, ziemlich abgelegenes Haus. Und ja, Gerald steht seit einiger Zeit auf Fesselspiele. Und so kommt es, dass er seine Frau mit Handschellen ans Bett fesselt. Und ja, sie beginnen dann ihr Spiel. Jesse hat allerdings dann keine Lust mehr, weiter zu spielen. Gerald ignoriert das aber geflissentlich. Jesse tritt ihn dann, Gerald bekommt einen Herzinfarkt und Jesse ist immer noch gefesselt am Bett. Ja, niemand bemerkt sie, sie liegt rum. Irgendwann kommt nachts ein streunender Hund, fängt an, den Mann anzunagen. Jesse hat Flashbacks an eine Szene, ja, an besagte Sonnenfinsternis, während der ihr Vater sie missbraucht hat. Es kommt, ja, irgendwann eine Figur in dieses Zimmer. Jesse ist sich nicht sicher, ob sie sich diese einbildet. Irgendwie eine Figur mit einer Kiste voll Knochen und Schmuck. Und sie hält ihn abwechselnd mal für den Tod, mal für ihren inzwischen verstorbenen Vater. Ja, alles sehr wirr. Sie kommt dann irgendwann frei, indem sie ja mit Blut als Schmiermittel eine Hand aus den Handschellen rauszwängen kann und dabei sich schwer verletzt. Ja, kann dann irgendwie mit dem Auto fliehen, Telefon ist alles ausgeschaltet, deswegen muss sie fahren. Und ja, wird dann irgendwie ärztlich versorgt, bekommt die Rente und kriegt dann irgendwann raus, dass es eine Verhandlung gibt gegen einen Perversen, der in der Gegend sein Unwesen getrieben hat. Und dieser Mensch war wahrscheinlich der Kerl, der sie da in diesem Zimmer beobachtet hat, der da in der Ecke saß. Sie spuckt ihm irgendwie ins Gesicht und im Prinzip war es das dann auch schon. Also ihr merkt, es ist ein sehr seltsames Buch.
Hättest du beim Hund aufgehört zu erzählen und hätte King aufgehört, da zu schreiben, wäre das eine gute Geschichte gewesen. Ja, ich hätte weniger Zeit darin verschwendet, ja. Warum finde ich das, finde ich sehr genial, wie du das so schön kurz zusammenfasst, wenn man bedenkt, dass die ganze Szene, wo sie dran gefesselt ist, was 70% des Buchs ausmacht. Ja, stimmt nicht ganz. Tatsächlich diese Handlungsebene mit dem Gefesseltsein und die Verzweiflung und dem sich befreien, das ist das, was mir an dem Buch Spaß macht. Und daran habe ich mich auch erinnert. Das macht aber für mich auch nur wirklich einen Mini-Teil aus. Diese ganze Vergangenheitsbewältigung und der ganze Scheiß, der dazwischen drin noch liegt, das habe ich komplett verdrängt und ich weiß auch warum. Es ist schrecklich. Wenn das andere mehr wäre oder wenn das eine Kurzgeschichte wäre, die tatsächlich nur diese Fesselhandlung hätte, dann wäre das so eine geile Story. Ja, also ich fand irgendwie diese das Fesselding wäre schon interessant, aber ich fand halt einfach, sie hat zu lange immer wieder probiert da, also irgendwie sind, ich weiß gar nicht, wie viele Möglichkeiten sie ausprobiert hat und dann hat sie ja ihre Stimmen, wo sie mit ihnen redet und sie sagen, ja nein, du kannst doch das probieren, noch das probieren, noch das probieren und sie scheitert und scheitert und scheitert und ich fand, das hat sich echt gezogen. Ich finde auch allgemein, das hätte nicht so ein Roman werden sollen. Es hat irgendwie, es hat nicht den Stoff für einen Roman. Ja, ganz genau. Genau, diese Fesselgeschichte, Hund kommt, frisst den Mann, verletzt sie oder frisst sie auch auf, fertig. Super Kurzgeschichte. Ja, der Rest. Ich bin da grundsätzlich ganz bei euch. Ich muss aber dazu sagen, diesen Teil mit dieser entstellten Figur, der hat mir an sich auch Spaß gemacht. Da habe ich an sich auch nichts dagegen gehabt. Aber was mir unglaublich das Buch vermiest hat, war eben diese ganze Vergangenheits-Flashback-Sache, dass sie da auch, wie gesagt, mit mindestens drei Personen in sich so ein bisschen konversiert, die auch sehr schwer auseinanderzuhalten sind, was ja irgendwo logisch ist, weil sie ja auch miteinander verschmelzen teilweise und so weiter. Und das nächste ist, von diesen drei Personen, die mit denen sie in sich selbst redet, ich fand die alle unsympathisch. Ich kann weder sie als die Jessie, die am Bett gefesselt ist, leiden, noch kann ich ihre Alternativcharaktere leiden. Aber ich glaube nicht, dass man sie leiden sollte. Also für mich bleibt sie immer noch eine Figur, wo ich nicht weiß, ob sie mir sympathisch ist oder nicht. Also für mich ist es so ein bisschen eine Figur, die so echt so zwiespältig zurücklässt, weil du weißt auch nicht, ja, also ich bis zum Ende hin ist sowieso die Frage, was hat sie sich eingebildet, was war tatsächlich so und das ist halt immer auch sehr dadurch auch ja, ich meine, ich gebe diese Flashbacks an sich sind einfach so, wie er da quasi über ihr Trauma quasi das auswälzt und wieder auswälzt und wieder auswälzt. Ja, das ist schon ein bisschen fragwürdig. Ich fand aber vom Schreibstil ein bisschen angenehmer zu lesen als die ewigen Monologe von ihr selbst. Aber ich dachte tatsächlich einfach, dass so Stephen King, der hat eine Checkbox, okay, wir haben schon mal das Schlimmstmöglichste, sie ist irgendwo in der Wildnis alleine angefesselt und dann stellt sich raus, dass sie von ihrem Vater missbraucht wurde. Check, ich bin Stephen King, ich mach sowas. Also zumindest als Erstleserin dachte ich das. Das gehört dazu. Ja, ich fand's ein bisschen komisch, dass diese ganze Missbrauchsszene und das Trauma und die Flashbacks ja im Prinzip nur dazu dienen, dass sie auf die Idee kommt, sich mit der Scherbe ins Handgelenk zu schneiden, um Blut zu haben als Gleitmittel. Ja, das ist... Das ist ja. In der Geschichte das Einzige, wozu das da ist und weshalb diese eine innere Stimme will, dass sie sich daran erinnert. Ansonsten ist das für einen Leser ja uninteressant. Genau, das stört mich auch. Das ist, nimmt so einen Riesenteil des Buches ein. Ich würde mal sagen, das 50% oder was schätzt ihr? Ist in etwa, sagen wir mal. Ja. Und es läuft einfach ins Leere. Es ist nicht interessant genug, um tatsächlich noch Handlung zu tragen. Und es endet im Nichts. Was ich halt noch ganz interessant finde an der ganzen Sache, ist halt die Tatsache, und das ist zumindest das Gefühl, das ich hier habe, ich habe immer den Eindruck, sie wollte sich mit dieser ganzen Sache nie beschäftigen. Nicht, weil das
für sie tatsächlich ein Trauma in dem Sinn ist. Natürlich, es ist ein Trauma, aber in allererster Linie, sondern in allererster Linie, weil es ihr einfach auf den Sack geht. Sie will sich mit diesem unsinnigen Quatsch nicht beschäftigen müssen, zwingt uns aber dazu, uns mit diesem unsäglichen Quatsch zu beschäftigen. Aber was ich halt wirklich in der Darstellung ganz interessant fand, dass diese ganze Missbrauchsgeschichte ihr zwar irgendwo zusetzt, aber nicht in einem Maße, dass es diese Auswälzung relevant macht. Das ist halt der Punkt. Aber ich glaube, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Also ich dachte ja tatsächlich, diese Traumageschichte leitet eigentlich dahin, dann das ihr Verhältnis mit Männern, das ja sowieso gestört ist, wenn man so will. Ne? Also ich liebe sie ja auch nicht, das ist ja auch nur ein Mittel zum Zweck, was sie dahin leiten wird, aber den Faden greift er ja dann nicht weiter auf. Er sagt zwar, ja, sie ist immer bestimmt worden von Männern und so weiter und sie bäumt sich dann wieder dagegen auf, aber es ist letztendlich, verliert sich das ja auch im Sand, dieser ganze Anfang. Mhm. Und sich nicht um das Trauma kümmern will, ist tatsächlich, ich glaube, eine typische Reaktion von der traumatisierten Person, dass du das Trauma selbst als nicht so schlimm empfindest. Allerdings ist wirklich halt die ganze Szene und dass wir halt das wirklich zweimal vorgesetzt kriegen, wie ihr Vater, dass sie missbraucht. Ich fand das schon eine schockierendere Szene. Das einfach nur, damit sie dann weiß, oh ja, ich kann mir jetzt ins Fleisch schneiden, damit ich da aus dieser Fessel rauskomme, weil die Nivea-Döschen ist ja schon da weggespickt. Ich so, okay, war das wirklich notwendig? Also es ist halt so, es wirkt so wie ein Bindemittel, die ganze Sache. Also so wie wisst ihr, wie wenn man in Wurst irgendwelche Sachen reinschmeißt, was nicht Fleisch ist? Das ist quasi dieses Füllmittel. Und ich glaube, mit Bindemittel liegst du sogar gar nicht so falsch. Wir haben ja in der letzten Folge Dolores besprochen. Und das ist in dieser Szene mit diesem Rückblick, sieht sie ja auch diese komische Frau, der Name wird nie genannt. In Dolores, die sieht eben Jessie. Heißt sie Jessie? Ja. Ja, ja. Und die beiden sehen sich so durch irgendwie eine Vision parallel jeweils im anderen Buch. Und ich glaube, als King das geplant hat, dass das beides eine große Novelle ist, dann hätte das vielleicht sogar mehr Sinn gegeben, weil Thematiken, Missbrauchsthematiken und so weiter sind ja auch in Dolores vorhanden. Vielleicht stammt das aus einer ersten Fassung, dass das Ganze irgendwie thematisch noch enger zusammen war und hat sich dann in diese Richtung entwickelt, die einfach, ja, wie ja schon gesagt, ins Nichts läuft. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Ich meine, ich habe bei King oft das Problem, er verläuft sich gerne in seiner Symbolik und hat währenddessen den Inhalt vergessen. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, genau das ist ihm hier passiert. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt gerade schon angesprochen, wir werden dieses Buch wahrscheinlich recht knapp besprechen. Deswegen fasse ich jetzt einfach mal die Symbolik hier mit rein. Für mich ist das so, dass diese ganze Vergewaltigungs- bzw. Missbrauchsgeschichte einerseits ja als Begründung dafür dient, wie gesagt, dass sie eben bei den Typen von Männern landet, bei denen sie landet, und dass sie auch so eine Distanziertheit zu allen emotionalen Geschichten hat. Das verstehe ich. Und dann, dass sie so lange gebunden ist und in ihren Verhaltensmustern und so weiter, aber auch in den Situationen gebunden ist, in die sie sich begibt, solange sie eben nicht willens oder in der Lage ist, sich diesem Trauma zu stellen. Das ist für mich auf der symbolischen Ebene das, was hier passiert. Und sobald sie sich dem Trauma stellt, hat sie die Möglichkeit, aus ihren Mustern auszubrechen und hat sie die Möglichkeit, sich aus dieser Situation zu befreien. Das ist die Ebene für mich, die da drunter liegt. Und alles, was da drumherum geschrieben ist als Handlungsebene, hat halt völlig keine Relevanz. Und das ist, glaube ich, das, was hier passiert ist. Ich denke tatsächlich, diese Missbrauchsgeschichte war da der eigentliche Grundstock. Und um den rum wollte er irgendwelchen Blödsinn konstruieren. Warum hat das denn nicht bei der Novelle gelassen? Gibt es da irgendwelche Gründe, die man wissen könnte? Keine Ahnung. Hat sich einfach irgendwie anders überlegt. Ja. Okay. Ich tippe jetzt persönlich eigentlich drauf, tatsächlich, dass er diese Idee
schon so ein bisschen mit sich rumgetragen hat, vielleicht sogar noch aus der Zeit, wo er gekifft und gekokst und was auch immer hat. Und dass er dann, als er klar war, eben gedacht hat, naja, das kann ich nicht nur so bringen, sondern da muss ich noch eine Handlung drumherum konstruieren. Und das ist halt bösartig in die Hose gegangen. Das ist meine Theorie. Okay. Aber was ich nicht so ganz verstehe, ist das Ende. Also ich hatte ja immer einfach, bis sie da geflohen ist, habe ich angenommen, dass sie sich dieser Mann quasi vorstellt, weil sie ist ja schon so ein bisschen crazy, ne? Also sie spricht ja mit mehreren Versionen von sich selbst oder mit Freunden aus lange her noch quasi mit sich selbst und ich dachte halt, okay, ist ja auch klar, die ist gefesselt über 2-3 Tage oder so und die ist langsam gaga und das will ja jeder so, aber dann kommt das Ende und das Ende fand ich einfach komplett wirr und das habe ich nicht verstanden, was ist nämlich so wie, es kam auch so wie nochmal so ein Checkbox, okay, wir haben nochmal irgendwas total Abgefahrenes in Maine, irgendein Serienmörder, der irgendwelche, also nicht Serienmörder, doch, es ist ein Serienmörder, ne, er tötet ja quasi Leute, aber er nimmt auch verstorben quasi den Schmuck ab und alles so Sachen und ein Grabschänder ist es ja. Und das habe ich nicht. Was wollte damit aussagen? Ist das irgendwie eine Überleitung zum nächsten Roman? Oder was war das? Überleitung zum nächsten Roman nicht, aber ich glaube, wenn ich das Buch wieder auf der symbolischen Ebene betrachte, und für mich ist das ein rein symbolischer Roman, dann ist er ja, also dieser Typ, der da nachts rumsteht, es wird in so einem Nebensatz erwähnt, dass er auch aus so einem incestuösen Haushalt kommt. Und dass er diese Menschen da in seinem ursprünglichen Haushalt auch umgebracht hat und so weiter. Von daher empfinde ich ihn nicht als jemanden, ich will nicht sagen, der sich seinem Trauma gestellt hat, aber der dieses Trauma auf eine andere Art verbunden und überwunden und überarbeitet hat als sie. Und der deswegen in dem Moment mehr Freiheiten hat als sie und mehr Machtposition hat als sie. Okay, das ist natürlich eine Ebene, wie man das machen könnte, aber es ist eine bisschen abgefuckte natürlich. Ebene. Natürlich. Ja, mit Machtposition durch über ein Trauma überwunden, finde ich ein bisschen. Ja, ist ja ein falsches Wort, aber er hat halt ja, einen anderen Umgang mit dieser incestuösen Vergangenheit. Ja. Ist ja so typisch King, dass er sowas draus macht. Naja, wie gesagt, also zumindest, dass er sich in seiner eigenen Symbolikidee verstrickt, ja, das ist öfters mal so. Dass das unbedingt sich auf so eine Missbrauchsschiene konzentriert, das nicht unbedingt. Aber das würde ich tatsächlich eben auf diese Verknüpfung mit Dolores schieben wollen, dass er die da mit reinbringen wollte. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Also es war tatsächlich auch als Kurzgeschichte geplant und ist dann aus dem Ruder gelaufen. Das muss King wohl auch selbst mal so ähnlich ausgedrückt haben. Ich würde sagen, es ist sehr aus dem Ruder gelaufen. Ja. Und leider zum Nachteil von allem. Weil, ey, wie gesagt, wie ihr alle schon sagtet, wäre es wirklich auf der Kurzgeschichte geblieben. Sie ist dort gefesselt, der Hund kommt, meinetwegen auch der Typ kommt noch. Sie erinnert sich mal kurz, dass sie ein Trauma hat. Okay, schön und gut, könnte ich alles mit akzeptieren. Aber das geht halt auch ohne seitenweise Monologe. Das stört mich eigentlich am meisten daran. Zumal ich eben, wie gesagt, mit diesen Monologcharakteren so gar nichts anfangen kann. Die sind alle nervig. Ja, jein. Ich finde, bei Dolores hat man gesehen, wie es gut sein kann. Natürlich. Also, ich fand, Dolores ist ja ein reiner Monolog. Und ich finde es großartig vom Stil. Ja, Dolores ist aber eben ein Monolog. Und hier hast du zwar einen Monolog, aber es ist ja mit unterschiedlichen Formen ihrer Facetten ihrer Persönlichkeit. Und das ist das, was mir auf den Sack geht. Ja, es ist eigentlich eher ein Dialog hier. Weil sie zwar mit sich selbst spricht, aber du sagst ja, es sind unterschiedliche Facetten. Und bei Dolores, naja, da sind wir ja geteilter Meinung. Das Buch ist ja wirklich 350 Seiten, ein Fließtext, ein Gedankengang. Und Jonas hat's gefallen, ich fand die Erzählweise schrecklich. Nee, und hier, ich fand auch am Ende schreibt sie einen Brief und wir erfahren quasi aus dem Brief, was alles passiert ist. Und auch da diese Abschweifungen und Gedankengänge, die sie in dem Brief hat, da denke ich mir, so schreibt doch niemand einen Brief.
Naja, es gut, das hätte ich jetzt schon wieder auf die Medikamente schieben können, die sie ja zu der Zeit nimmt. Dann nimmt sie ja straffe Schmerztabletten und so weiter und so fort. Auch wenn sie sagt, die nimmt sie erst, nachdem sie den Brief fertig hat und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist sie ja zu dem Zeitpunkt trotzdem noch einigermaßen benebelt. Das kann ich akzeptieren. Ja, aber selbst dann müssten sie es ja wissen und sie schreibt es am Computer. Das heißt, sie kann das auch nochmal redigieren und umändern. Aber das... Ja, nee. Ich möchte an dieser Stelle anfügen, dass ich also einen Roman aufzulösen, indem man die Figur einen Brief schreiben lässt, wie der Roman geendet hat, also die Geschichte geendet, ist echt ein lames stilistisches Mittel. Also ich weiß nicht, das ist für mich so, ach ja, das ist so ein Griff in die Trickkiste für Anfänger, weil, oh, ich weiß jetzt nicht, wie ich aus dieser Situation rauskomme. Wir machen einen Zeitsprung und die Figur schreibt einfach einen Brief an eine andere Figur. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen zu kritisch, aber... Nee. es ist vollkommen richtig. Aber King und Enten. Aber das hier ist wirklich so auf demselben Niveau wie Bobby Ewing, der unter der Dusche erwacht und das gesamte letzte Jahr war nur geträumt. Also, ja, das ist wirklich... hätte man komplett weglassen können, dieses letzte Teil des Buchs. Ja, ich hätte es gar nicht mal so schlimm gefunden, wenn ich erfahren hätte, ob sie es geschafft hätte oder nicht. Oder was ich so wie gedacht hätte, was ein geeignetes Ende wäre gewesen, wenn sie quasi wie in diesem Auto erwacht quasi und die Sonne geht auf und sie denkt, okay, ich bin frei und dann einfach grad fertig, weil da ist sowas. Aber nicht, genau. Weil das Ende fand ich einfach nur nochmal tierisch ausgewälzt. Eben genau, was Jonas meint, weil sie dann einzelne Szenen werden nochmal quasi wirklich als 1-zu-1 Erinnerung erzählt und nicht nur, ich erschreibe das in einen Brief, sondern ich erinnere mich dann nochmal quasi die ganze Szene. Und dann, wie gesagt, ich kann mit dem Ende nichts anfangen. Ich habe so das Gefühl, es müsste wie fast eine Verbindung zu irgendeinem anderen Roman sein, wo man diese Figur schon gehabt hat, weil ich weiß, Game macht das ja gerne, aber ich meine, für mich hat das einfach so als Leserin dachte ich so, what the fuck, also hä? Was will er uns damit sagen? Vor allem, ich weiß nicht, ich finde halt irgendwie das Paranormale aus der ganzen Sache rauszunehmen und sie einfach als letztendlich als schizophren und ein deformierter Mann quasi zurückzuschicken. Ich weiß nicht, das hat der Geschichte nicht gut getan, finde ich. Ja, bin ich ganz bei dir. Ich finde, wenn King wenigstens das gesamte Buch als einen Brief geschrieben hätte, ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Okay, weil ich meine, sie wird ja auch den Anfang in diesem Brief drin haben. Warum dann nicht direkt so? Dann wäre es wenigstens ein durchgängiger Stil, aber... Briefromane sind out, das ist das Problem. Ja, heute schreibt man E-Mail-Roman und die lesen sich auch nicht gut. Oh ja. Nein, ich hätte mir schön vorstellen können, wie gesagt, viel kürzer. Und dann Ende taumelt sie blutend in die Nacht, vielleicht auch auf diese Gestalt zu im Schatten und aus. Das wäre so ein stimmiges Ende gewesen für so eine Geschichte. Von mir ist auch halb offen, aber sowas nicht so langgezogen und nicht so, vor allem so langweilig. Ich hätte einen anderen Vorschlag, was mir gefallen hätte, persönlich. Wenn wir diese Geschichte ganz anders aufgezogen hätten, wenn wir diese Geschichte so aufgezogen hätten, Fakt ist, sie liegt da, sie ist da gefesselt und so weiter und so fort. Und wir entweder von Anfang an sind in der Perspektive dieses deformierten Menschen, der dort dann letzten Endes einbricht. Und ich hätte das sehr geil gefunden, wenn wir den wirklich zumindest mit so einer Art Shining ausgestattet hätten oder sowas. Und er beobachtet halt zum Beispiel, wie die dort auf dieser Hütte ankommen und so weiter und so fort. Er denkt sich halt, ja, auch gutes potenzielles Opfer, meinetwegen. Und sieht dann, wie sich da diese ganze Sache von selbst, ohne dass er da die Hand dran hat, schon mal hoch eskaliert. Eben, dass der Typ stirbt und so weiter und so fort, dass sie dort gefesselt an dem Bett liegt. Und dass er sich dann eben so auf entweder einer realistischen Ebene oder eben einfach aufgrund seiner Einschränkungen, seiner mentalen, das quasi zu seinem Experiment macht und sie einfach beobachtet. Und wenn man da jetzt so ein Element reinbringt von wegen Shining, dann hätte er eben entweder ihre Selbstgespräche belauschen können, Variante 1, und dadurch die Hintergrundgeschichte erfahren können, oder wir hätten sie ihm eben jetzt direkt durch das Shining zum Beispiel gezeigt, was ihr passiert ist. So, und dann hätte man die Situation so auflösen können, okay, entweder er geht jetzt auf sie los, und in dem Moment hat sie aber eben diesen Einfall mit dem Blut und so weiter und so fort und kann ihn dann irgendwie überwältigen oder was auch immer.
Versteht ihr, was ich meine? Das hätte der ganzen Geschichte sehr viel mehr Substanz gegeben. Weil ich hätte es sogar in dem Fall am Ende so gesehen, dass sie, dass er dann aus dem Schatten tritt, sie vollkommen panisch wird und er reicht ihr den Schlüssel und geht wieder. Genau, ja. Sowas. Und dass der Hund vielleicht sein Hund ist, weil er frisst ja auch gerne Knochen. Ja, irgendwie sowas. Aber apropos Perspektive und Hund. Wir haben hier wieder eine schöne Szene wie in Cujo, die aus der Sicht des Hundes erzählt ist. Das hat mir gefallen. Ja, die mochte ich auch. Auf jeden Fall. Und ich hätte mir ein Happy End für Prinz gewünscht. Ja. Ja, ich mochte Hundi. Er war ein bisschen creepy, ganz ehrlich. Also, ja, ich verstehe die Beweggründe des Hundes. Der wird ja quasi zurückgelassen, ne, von seinem Besitzer. Was, die Hundestange zu teuer war? Irgendwie sowas? Ja, genau. Ja, das ist sehr, sehr kaltherziges. Und er ist verhungert und gibt es wirklich domestizierte Hunde, die auf Leichen losgehen? Ich habe mich nur so gefragt. Wenn die verzweifelt genug sind, auf jeden Fall. Okay. Gut. Ich meine, bei Katzen sieht man das öfter, aber Hunde machen das bestimmt auch. Okay, danke. Ich habe zwei Katzen. Ich habe jetzt Angst. Also, ja, aber nur auf Leichen. Also dann brauchst du auch keine Angst mehr haben. Naja, bei Katzen, bei Hunden ja, aber bei Katzen wäre ich nicht so sicher. Ich würde auch nicht so ähnlich. Ja, sie legen sich vielleicht aufs Gesicht, um das zu beschleunigen, aber das ist ein anderes Thema. Nein, aber die Szene an sich war eigentlich gut, aber das hat sich dann ja auch verloren, ne? Hat ja hat ein Kapitel für sich alleine und dann hat er nochmal so ein paar Szenen gehabt und dann ist er ja vom Ende erschossen worden. Punkt. Also ich weiß nicht, irgendwie ist dieser Roman auch voller losen Fäden, also von Sachen, die man was draus machen hätte können, aber stattdessen lässt er sie 50% lang an diesem Bett rütteln, an ihren Zeugs. Also ich meine auch die ganze Sache mit den Handschellen und den Felgen und die Nummern und so, das, ich habe auch die Szene so ein bisschen, fand ich ein bisschen okay. Hätte man das nicht irgendwie, hat das so alles so gestreckt? Ja, es ist halt einfach sinnlos, viel heiße Luft, einfach um es aufzublähen. Und das stört mich halt massiv an der Geschichte. Das kann doch auch nicht Spaß machen, sowas zu schreiben, oder? Ich meine, es muss ihm doch selbst aufgefallen sein, dass er da ganz viele heiße Luft reinschiebt. Und eigentlich merkt so, okay, ich habe jetzt eine Kurzgeschichte, wollte ich jetzt schreiben, aber es ist irgendwie, es läuft über, ich strecke es einfach nochmal mehr, damit ich noch ein Buch draus machen kann. Ich meine, es klang so, weiß nicht, vielleicht hat er mehr Geld gekriegt für das Buch als für die Kurzgeschichte? Fragezeichen. Also, bestimmt. Das liegt vielleicht auch in der Art zusammen, wie er schreibt. Du kennst King ja gar nicht, deswegen kurz zur Erklärung, er ist so ein, ich glaube, so ein genanntes Discovery Writer. Das heißt, er fängt an zu schreiben und die Geschichte entwickelt sich dabei. Und er weiß noch nicht, wie sie ausgeht am Ende. Und ich glaube, da ging es halt einfach immer weiter. Er hatte noch eine Idee und hat die Geschichte dann weitergesponnen, ohne dass er wusste, wo es hinging. Mhm. Und das merkt man. Okay. Wow, dann habe ich ganz großen Respekt, dass ihr die Bücher durchhaltet. Weil, also das würde ich ja selbst aus persönlichen Albtraum sehen. sowas zu lesen. Also ja, ich meine, wenn es gut rauskommt, alles super. Ne? Also du kannst davon ausgehen, dass es zu, sagen wir mal, 60% eigentlich ganz gut funktioniert, was er da macht. Und okay. Bei den 40%, wo es nicht funktioniert, hat er meistens zumindest so eine gute Schlüsselidee, dass zumindest die Grundidee so viel Spaß macht. Das Problem ist, hier versagt sowohl die Umsetzung als auch die Grundidee, meiner Meinung nach. Gibt es denn vergleichbare schlechte Werke wie das Spiel? Beispiel? Also ich würde natürlich mein absolutes Hassbuch Sprengstoff anbringen. Ja. Frag mich nicht, worum es geht, ich habe es schon wieder verdrängt. Um eine Autobahn. Traumatisierter Erwachsener, hat sein Kind verloren, Autobahn soll gebaut werden, er verliert alles, was er kennt und liebt und beschließt dann, die Autobahn zu sprengen. Und lebt amok. Okay. Völlig dämlich, aber okay. Aber nein, es gibt schon einige. Ich meine, es gibt auch unglaublich krude Kurzgeschichten. Es gibt Sachen, die so Geschichten in Geschichten sind, die sich mal selbstständig gemacht haben und solche Dinge. Also es ist schon viel Rotz dabei, seien wir mal ehrlich. Aber es ist auch viel Gutes dabei, sonst würden wir es nicht machen.
Ich fand das nur, weil ich eigentlich Stephen King tatsächlich immer so ein bisschen kennengelernt habe als der große Autor, der alles weiß und der alles kann. Und er ist eigentlich so in diesem Podcast so ein bisschen lerne, dass er so ein bisschen wie mehr auf Quantität das als auf Qualität setzt. Und so ein bisschen das die Enid Blyton des Horrorgenres. Dazu fällt mir immer ein Zitat aus der Comedy-Serie Blossom ein, aus den frühen 90ern. Oh Gott, ist das lang her. Ja, aber da gibt es eine Folge, wo sie da überlegt und sagt, ich habe jetzt 2 Stunden Zeit. Ich könnte ein Buch lesen. Wenn ich Stephen King wäre, könnte ich ein Buch schreiben. Genau. Okay, gut. Also es ist mein Vergleich mit Enid Blyton. Ich baue so vom Steak. Okay. Aber ja, das ist halt, weiß nicht, wenn man so von außen so Stephen King kennt, gerade wenn man so ins Kino guckt, man kennt der Friedhof der Kuscheltier, man kennt S und so weiter, bei der jetzt auch wieder verfilmt wurden. Aber ich meine, irgendwie so da diese schrägen Sachen, die wie jetzt gerade das Spiel da quasi, das bleibt dann immer außen vor. Und ja, Da hat Chamber einen so guten Ruf, dass niemand die wirklich beachtet und sagt, oh Gott, da haben wir das und dann haben wir die Ecke. Ja, okay, da haben wir das super Ding, was super läuft, und dann haben wir die Ecke, die, oh, okay. Finde ich jetzt irgendwie lustig, dass er das trotzdem so gut wegkommt mit seinem Image. Ja, das Schlimme ist halt, ich meine, ich mache ja mit dem Flo auch immer einen separaten Buchpodcast, den dir das aus der Buchclub. Ich weiß, den höre ich. Und wir reden ja, weil wir beide eben sehr viel Horror lesen. Und das Schlimme ist, obwohl King viel, viel Rotz schreibt, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Es ist viel Gutes dabei, aber es ist auch viel, viel Rotz dabei. Aber das Schlimme ist, selbst der Rotz von King ist innerhalb der modernen Horrorliteratur meistens noch obere Hälfte. Ja, dann macht er auch seinen Rotz gut. Also, so her gesehen, ja, ist dann schön für ihn. Es ist da, aber das habe ich jetzt schon öfters gehört, dass das Horror-Genre wohl ziemlich am Arsch ist, mehr oder weniger. Mhm. Würde ich so unterschreiben, ja. Aber wie gesagt, und das Ding ist halt für mich so ein bisschen in der Gesamtbetrachtung von King, muss ich halt immer sagen, gerade diese Bücher, die so hochgehangen werden, eben es. Ich weiß, Flo liebt das, ich will die Diskussion auch nicht wieder aufmachen. Aber selbst darin hast du so bösartige Blicke, die halt einfach übergangen werden, weil der Name halt so groß ist. Und damit sind wir halt wieder auf dem Thema, ja, er kann auch seine Einkaufsliste veröffentlichen und es würden auch Leute kaufen. Ich zum Beispiel, aber das ist eine andere Geschichte. Bist du ein Opfer, Flo? In dem Fall ja. Ich übrigens auch, obwohl ich es besser weiß. Beides. Es hat sowas von Stockholm-Syndrom, was Flo und ich da haben. Ja. Das ist hier quasi eure Therapie. Genau. Und ihr habt Jonas dabei, damit ihr nicht komplett ausflippt. Und der Gast dementsprechend. Oder damit wir Jonas irgendwann mit reinziehen in diesen Wahnsinn. Jonas! Flee! Ja, nee, sonst redet ja niemand mit mir. Ja, wir könnten auch einen Podcast machen. Jetzt habe ich schon Leute mit dem Treppen Podcast abzuhören. Jonas hat in ein paar Jahren Zeit, wenn wir hier durch sind. Genau. Ja, noch so 5 Jahre, denke ich, dann könnte ich das hier vorbei sein. Ich habe ja vorhin vorgerechnet, es müssen dann mindestens 35 oder sogar 38 Jahre an Veröffentlichungszyklus, was er noch quasi, also wir haben ungefähr ausgerechnet, dass er noch mindestens 10 Jahre lebt und noch mindestens 10 Jahre quasi, also 10 Bücher schreibt. Und ihr seid jetzt, was hast du gesagt, 92, also ich habe noch ordentlich Zeit, also noch ordentlich Bücher vor dir. Also ich weiß nicht, ob 5 Jahre da ausreichen. Ja. Vermutlich macht er es auch nicht wie Terry Pratchett und lässt seine Festplatte schreddern. Vermutlich findet man noch Jahre danach in irgendwelchen Schubladen Romane. Ja, oh ja, der Rotz, der dann wirklich Rotz ist, auf gut Deutsch, weil wenn es dann in der Schublade ist dann und wenn er schon Rotz veröffentlicht und der Rotz doch okay ist, aber überleg mal, dass das, was in der Schublade bleibt, dass das. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Da bin ich mir gar nicht so sicher, weil. Ich weiß nicht, ob du die Verfilmungen so ein bisschen verfolgst. Die Grundregel ist eigentlich, wenn King eine seiner Romanverfilmungen gut findet, kannst du sie komplett ignorieren, weil dann ist sie hundertprozentiger Schrott. Die Verfilmungen, okay. Die Verfilmungen, die er selber nicht leiden kann, sind meistens halbwegs gut. Und deswegen habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass in der Schublade, wo er gesagt hat, das ist Rotz,
dass wir da wirklich teilweise gute Bücher finden würden. Das könnte natürlich auch sein, aber hat er, Moment, kann das sein, dass er mal unter einem Pseudonym Barbie-Romane geschrieben hat? Mir war irgendwas, sich da war irgendwas gelesen. Dass du dann sowas da drin findest. Es findet sich wahrscheinlich einiges. Also, wir wissen ja von dem Bachmann-Pseudonym und es gibt andere Gerüchte, aber die scheinen nicht wahr zu sein, über weitere Pseudonyme. Also, ich traue ihm alles zu. Wobei mittlerweile, glaube ich, nicht mehr ganz so schlimm. Also in den früheren Jahren, da hätte ich mir noch ganz andere Pseudonyme zugetraut. Ja, also es könnte das durchaus sein, dass in dieser Rotzschublade auch irgendwelche Erotikromane sind. Viel Spaß damit. Schon nicht. Ja, ganz viel Spaß damit. Ich erinnere mich an Dead Zone. Eine erotische Kurzgeschichte. Ja, das ist ganz schlimm. Die weniger erotisch ist als dieses Buch. Oh Gottes Willen. Ja, oder auch die Sexszene in Dead Zone, die auch so fantastisch war. Ich möchte nicht darüber nachdenken. Jonas, flieh. Ich wiederhole es nochmal. Reden wir trotzdem nochmal ganz kurz über dieses Buch, auch wenn es uns wehtut. Es gibt, also erstmal, wir sind uns einig, dass der Hund der sympathischste Charakter ist. Ja. Ausgezeichnet. Was ich noch ganz lustig fand, ist einerseits wirklich die Beziehung, die sie mit Joel halt hat, also als er noch lebt. Ich meine, der Typ, das ist ein Arschloch, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Jo. Wir sind uns auch einig, dass das ihrerseits auch so eine sehr distanzierte Beziehung ist. Naja, sie braucht ihn fürs Geld, oder? Mehr oder weniger. So würde ich es auch lesen. Wobei ich mir halt tatsächlich nicht sicher bin, ob sie das einfach... Ich meine, ich habe das so gelesen für mich so ein bisschen, als hat sie generell keine Möglichkeit, da eine tiefere psychologische, emotionale Bindung zu irgendjemandem aufzubauen. Und könnte das auch bei jedem anderen nicht. Und dass der Typ halt jetzt Geld hat, ist halt eine positive Nebenwirkung. Das heißt, wenn du schon mit jemandem keine vernünftige Beziehung haben kannst, dann hab wenigstens keine vernünftige Beziehung mit jemandem, der Geld hat. So ungefähr. Also ich hab's eher so verstanden, also ja, ne, das gebe ich dir absolut recht. Ich hab's so verstanden auf Sherrods Seite, dass sie seine Trophy-Wife ist, ne? Also quasi einfach ein schönes Schmuckstück. Und deswegen will er ja auch nicht, dass sie wieder arbeitet und so weiter. Und dass sie keine tiefere Beziehung machen, mit Männern eingehen kann, ist aufgrund ihres Traumas wiederum sehr verständlich. Aber sie sucht sich da ja auch ein. Also sie sieht ja auch nicht die Notwendigkeit, das auch zu arbeiten, obwohl sie eigentlich ganz genau bewusst ist, dass eigentlich was nicht stimmt, weil sie ist ja auch bei dieser Therapeutin und die sagt ihr, ja, du musst das innere Kind pflegen. Die sagt ja, ist nur New Age Gelaber, ich gehe da nicht mehr hin und so weiter und so fort. Also es ist so ein bisschen, finde ich ja diesen Aspekt, sie ist ja sehr in, ich kann kein Deutsch mehr heute, in Denial, also sie ist quasi, sie verleugnet das ja, dass das passiert ist und so weiter. Und das finde ich ja einfach sehr, ist eigentlich sehr typisch für ein Trauma und an sich ist sie ja auch als Person, agiert innerhalb, wenn man davon ausgeht, dass sie ja missbraucht wurde und so, agiert sie ja auch richtig, aber ich meine, es ist halt so ein bisschen... Das halt, was daraus gemacht wird, aus dieser Missbrauchsgeschichte, das ist halt merkwürdig, es passt nicht in die Story rein, es wirkt blattgewälzt und so. Und sie ist halt dann einfach weiterhin unglaublich unsympathisch. Also ich hab nicht mit der gelitten. Wenn die da verreckt wäre am Bett, es wäre mir egal gewesen. Und das finde ich eigentlich für eine Hauptfigur kein gutes Zeichen, weil sie ist ja eigentlich nicht die Böse, zumindest am Ende. Das Ding stellt sich ja nicht raus, oho, sie hat ihren Mann in einem elaborierten Plan umgebracht, weil sie ihn nicht mehr mochte, weil sie einfach nur das Geld wollte. Nein, sie ist ja unschuldig, Fragezeichen, aber trotzdem für null für sie. Ja, da bin ich ganz bei ihr, hundertprozentig. Was ich noch interessant fand an der Geschichte, wir haben bei Dolores ja schon mal angesprochen, dass das alles so ein bisschen das Handbuch für das missbrauchte Kind ist. Hier irgendwie auch, aber halt auf die Langzeitwirkung quasi im Prinzip. Stimmt ihr mir dazu oder seht ihr es anders? Ja, das ist das, was ich vorhin auch so gemeint habe, dass das irgendwie so thematisch noch übergeschwappt sein könnte. Mhm. Weil, wir eigentlich sind diese beiden Missbrauchsfälle ja relativ zur selben Zeit in der Vergangenheit passiert. Die hängen ja beide auch grob mit dieser Sonnenfinsternis zusammen. Genau.
Ja, das ist mir noch aufgefallen. Und woran ich noch ein bisschen, ich will nicht sagen Spaß hatte, aber was doch mir auch noch interessant vorkam, war der Umgang ihrer Mutter mit ihr. Das, muss ich sagen, fand ich sehr interessant. Eben, dass die Mutter mehr oder weniger voll auf sie eifersüchtig ist. Und dass sie ja zumindest auch so in Ansätzen was ahnt von dem, was da abgelaufen ist. Und ihr hier so ihre hochhackigen Schuhe ins Zimmer wirft und an den Kopf wirft und so weiter und so fort. So sinngemäß, ja, dann kümmerst du dich doch um meinen Mann. Und das fand ich krass. Das ist eine Szene, den Teil hätte ich mir gerne ein bisschen breiter ausgewalzt gewünscht, wenn wir schon diese Szene auswalzen müssen. Tatsächlich ja, es ist eigentlich ein guter Aspekt, der er dann fährt, weil ich glaube, es gibt es tatsächlich schon, dass es so eine gewisse Rivalität dann gibt zwischen Mutter und Tochter gibt, wegen ja, ne? Du schläfst ja mit deiner eigenen Tochter und wird sie dann wie auf der gleichen Ebene wie eine Affäre. Das ist ja, zeigt dann eigentlich das kaputte Verhältnis zur Mutter, aber das ist halt, das meine ich auch mit diesen losen Enden. Das ist nichts, was er ausgearbeitet hat. Und ich weiß nicht, vielleicht ist so ein bisschen das Gefühl, dass er die ganze Missbrauchsgeschichte genutzt hat, um zu schockieren. Oh, er kann über Kindesmissbrauch schreiben. Oh, toll, jetzt schockiere ich meine Leser nochmal. Ein bisschen mehr, als dass er sich eigentlich über, ich weiß nicht, die Tragweite von der ganzen Geschichte, also irgendwie entweder fesseln oder halt die Geschichte mit dem Missbrauch ausarbeiten. Aber irgendwie so beides wirkt so ein bisschen, weiß nicht, es ist so ein bisschen verantwortungslos, weil dann die Geschichte so dasteht mit dem Missbrauch, aber es hat dann keine tiefere Wirkung für Jesse. Ich weiß nicht, es ist irgendwie, es ist komisch. Weil der Aspekt wäre eigentlich voll interessanter gewesen. Man hätte echt mehr damit was alleine machen können und das ausarbeiten können. Und der hätte halt vor allem auch zu dem Dolores-Aspekt gepasst, weil eben bei Dolores viel gespielt wird mit der Angst der Tochter, dass die Mutter dann sie hasst und so weiter und so fort, die ja aber relativ cool reagiert. Und das dann als Gegenkonzept, dass hier eben tatsächlich die Mutter dann entsprechend sie hasst und auf Rivalität macht und so weiter und so fort. Das wäre als Gegenentwurf zu Dolores, als Schwesterroman, voll viel sinnvoller gewesen, als das, was er jetzt tatsächlich macht. Ja, es ist sowieso nicht diese Mutter-Hass-Tochter. Ist es nicht sowieso in Carrie so? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja, Mütter allgemein. Mütter sind im King-Universum generell ein Problem. Ja, also nicht nur da. Also man hätte daraus auf jeden Fall einen richtig tollen Psychothriller machen können. Man hätte sie dann irgendwie noch mit irgendwelchen super übernatürlichen Kräften oder so ausstatten können oder weiß Gott was. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Aber stattdessen hat man es als Plot-Device in einem Fesselroman benutzt. Autsch. Gut. Und das Letzte, was ich noch halbwegs gut fand an dem Buch, ist tatsächlich am Ende, wie gesagt, dass das Ende dämlich ist, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, aber dass sie mehr oder weniger mit dem Kollegen ihres Mannes anbandelt, der so ein bisschen jetzt auf dem aufsteigenden Ast in dieser Kanzlei ist, der auch dafür sorgt, dass diese ganze Geschichte so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird und so weiter. Das fand ich auch noch ganz interessant, dass sie eben im Prinzip, obwohl sie jetzt ihre, in Anführungsstrichen, Erleuchtung hatte oder ihre Traumabewältigungstherapie, dass sie trotzdem wieder genau da weitermacht, wo sie aufgehört hat im Prinzip. Aber ist es nicht eher so, dass sie eigentlich ihn mehr oder weniger dazu missbraucht? Also sie überredet ihn ja, sie schleppt ihn ja zu dieser Gerichtsverhandlung. Ich habe eher so das Gefühl gehabt, wie sie möchte einfach den Spieß mal umdrehen. Sie möchte mal die Oberhand haben und sie braucht jetzt erstmal, also die Männer haben sie bisher immer sie gebraucht und jetzt braucht sie halt die Männer und er ist eigentlich nur ein Spielzeug. Naja, also aber das war Jared ja auch für sie, im Prinzip ist das ja dasselbe. Ja, sie braucht ihn bloß für was anderes. Ja, aber bei Jared war sie, glaube im Schnitt doch eher devoter, weil sie halt nicht quasi aus diesem System von Sicherheit fallen wollte. Und jetzt, dass sie ja die Rente kriegt, diese Absicherung, die Versicherung von Jared, ist halt klar, dass sie jetzt sowieso nicht mehr darauf angewiesen ist, dass sie nach der Pfeife vom Mann tanzt, sondern sie nur, also ich habe wirklich diese Figur so verstanden, so ja, ich nutze das jetzt aus, der hat Connections, der pimpt mich dahin, der findet das nicht geil, der möchte das nicht und so weiter, aber ja.
Also es ist, ich finde auch am Ende auch anderes, was ich nicht so verstanden habe. Was ist zum Beispiel mit diesem Forensiker, der ja den Mann, ihren Mann untersucht und dann sagt, das ist der Beste des Landes, das ist der Beste des Landes, ja, auf jeden Fall. Und der hat gesagt, das war ein Herzinfarkt. Das habe ich schon einfach so wie, das verstand ich so nicht. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, es ist trotzdem so ein bisschen der Verdacht im Raum, dass sie das alles geplottet hat. Mhm. Und deswegen hätte es mich nicht überrascht, wenn am Ende rauskommt, oh ja, sie hat, wie gesagt, einen elaborierten Plan und alles drumherum mit diesem komischen Mann, das war nur ihr Gerede. Und sie könnte einfach eine unzuverlässige Erzählerin sein, ne, und die Sachen halt erfindet. Aber das wird ja nichts. Ja, richtig. Aus dem wird ja nichts. Gut. Haben wir dazu noch Ergänzungen? Ich habe keine mehr. Jo, es ist fertig. Sowas von. Ich hätte noch was zu den Namen. Hm. Und zwar, die heißen ja mit Nachnamen Burlingame. Und wenn man bei leo.org das Wort Burl eingibt, bekommt man da als Ergebnis Knoten ausgespuckt. Das heißt, Knoten im Spiel heißen diese Leute, was natürlich sehr passend ist. Genau. Wie gesagt, eben auch auf symbolischer Ebene. Einerseits der Knoten, den sie im Kopf hat, andererseits der Knoten eben, mit dem sie ans Bett gefesselt ist und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, über die symbolische Seite haben wir ja gerade schon so ein bisschen geredet. Reden wir ganz kurz über die Verknüpfungen, wenn ihr nichts dagegen habt. Machen wir. Wir haben einerseits, wie schon erwähnt, die Verknüpfung mit Dolores, wie gesagt. Aber durch den Dark Score Lake haben wir auch eine Verbindung zu Strike und zu Sauer. Außerdem hat Jesse denselben oder dieselbe Lehrerin wie Ray Garrissey aus Todesmarsch, nämlich Miss Petrie. Und sie bezeichnet sich ja selbst als Pfefferkuchenmädchen. Und da gibt es eine Kurzgeschichte, die so heißt. Genau. Ansonsten gibt es noch kleine Verbindungen durch Nebenfiguren. Wir haben in dieser Geschichte irgendwo einen Senator und das ist der Vorsitzende des Dilson-Komitees in Dead Zone. Und wir haben eine Frau namens Laurel Stevenson, die möglicherweise eine Passagierin des Flugs 29 war in Langoliers. Genau. Außerdem haben wir natürlich noch ein Buch, das auch sehr fesselnd war, das vielleicht hier auch schon ein bisschen mit reinspielt. Auch in Misery hatten wir natürlich eine Hauptfigur, die lange Zeit ans Bett gefesselt war. Okay, das ist jetzt eine Überleitung, die ich so nicht gezogen habe, aber ja, okay, die lasse ich gelten. Und ansonsten haben wir über den lustigen Eindringling im Haus, der heißt ja Raymond Andrew Joubert und er wird von Jesse liebevoll Space Cowboy getauft. Und als solcher Space Cowboys bezeichnet der Schriftsteller Scott Landon auch seine Fans in dem Roman Love. Und außerdem erwähnt wird auch nochmal der Name Ray Joubert in Schlaflos, als nämlich der eine Kraftfahrer nach seinem Unfall jemanden in die Fässer schauen lässt. Und er sagt dabei, er sei eben nicht Ray Joubert, also nicht dieser nächtliche Besucher. Und als letztes gibt es natürlich noch eine Verbindung zu In einer kleinen Stadt. Denn es wird erwähnt, Anfang letzter Woche, vor etwa 10 Tagen, parkten Castle County Sheriff Norris Ridgewick und einer seiner Deputies in einer verlassenen Scheune beim Friedhof Homeland. Die steht an einem Feldweg, der am hinteren Tor vorbeiführt. Und außerdem wird auch Juniper Hill erwähnt, die wir, wie gesagt, beide aus In einer kleinen Stadt kennen. Und zu guter Letzt gibt es noch Verbindungen in die echte Welt. Nämlich einerseits wird der Roman Die Frau des Feuergottes von Amy Tan erwähnt. Und natürlich auch die klassische amerikanische Popkulturreferenz auf Mr. Rogers. Gut. Wenn ihr dazu keine Ergänzungen habt, dann würde ich fragen, Flo, sind dir denn zu diesem Buch Verwertungen bekannt? Ja. Und zwar gab es nach langem, langem Hin und Her. Also ein Film, der war schon 2006 mal geplant. Damals war auch noch geplant, dass Stephen King das Drehbuch schreibt und vielleicht Nicole Kidman die Hauptrolle übernimmt. Nie was draus geworden. 2016 hat Netflix das Ganze umgesetzt
Und der Film ist eigentlich ganz gut bewertet. Ich habe ihn aber noch nicht gesehen. Mhm, okay. Hörbuch gibt's auch oder nicht? Es gibt ein englisches Hörbuch. Und ja, im Deutschen ist das eins der wenigen Sachen ohne Hörbuch. Okay. Gut. Habt ihr denn hierfür Zitate? Nein. Passe. Wir haben Zitate? Ich habe zwei. Nach der dritten Hauttransplantation lernte man, dass Dankbarkeit eines der wenigen zuverlässigen Bollwerke des Lebens gegen den Wahnsinn war. Und als letztes, in den letzten Monaten bin ich immer mehr zur Überzeugung gelangt, dass einem ein Mann nur deshalb einen Ring an den Finger steckt, weil es ihm gesetzlich verboten wurde, uns einen durch die Nase zu ziehen. Ja, das hatte ich auch kurz überlegt zu nehmen, aber dann hatte ich keine Möglichkeit, das zu markieren, weil ich war unterwegs. Gut, dann bleibt mir an dieser Stelle eigentlich wirklich nur noch euch um eure Bewertungen zu bitten. Und wie gesagt, wir bewerten von 0 bis 19 und ich würde sagen, lieber Flo, fang du mal an. Ja, wie gesagt, also die eigentliche Fesselhandlung mag ich. Die nimmt aber nur einen so kleinen Teil des Buches ein. Der Rest ist echt sehr viel Müll dabei. Es gibt dann so Kleinigkeiten wie die schon erwähnte Szene aus der Sicht eines Hundes und sowas, was ich nicht schlecht finde. Ich würde sagen, ich gebe mal 20% nimmt die Fesselhandlung ein, also gebe ich dafür 4 Punkte und der Hund kriegt noch einen dazu. Ich gebe 5 Punkte von 19. Mhm, okay. Liebe Lara, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich das einschätzen soll. Also ich fand es einfach grundsätzlich nicht ein gutes Buch. Ich habe mich sehr durchgequält. Ich fand dann, ab Mittelserie ging es ein bisschen besser ab den Flashbacks. Dann fand ich halt die ganze Aufschneidesache fand ich furchtbar. Das Ende war weird. Also ich mache es jetzt ähnlich Flo. So, also Anfang war Mist, Mittelteil war okay, da gebe ich mal 2 Punkte. Sagen wir 4. Mhm, okay. Und Jonas? Die Grundidee war okay, aber sie wurde total versaut. Ich gebe 3 Punkte. Okay, und ich schließe mich der Lara an. Ich denke, mit 4 Punkten sind wir hier ganz gut dabei. Wie gesagt, die Grundidee an sich hätte man so schön anders umsetzen können, hätte man sie umgesetzt. Ich mag ein paar Szenen, wie gesagt, einerseits die Schiene mit der Mutter finde ich ganz interessant, die Schiene mit dem Hund finde ich ganz interessant und dass wir generell diesen Eindringling haben, hätte auch viel Potenzial gehabt. Deshalb ein Punkt für die Grundidee und 3 Punkte für die kleinen Momente, aber mehr als 4 Punkte kann ich dir wirklich nicht geben. Gut. Dann würde ich sagen, wenn ihr keine Ergänzungen mehr habt. Nee. Ich lass uns diese Roman lässt. Ja, genau, das Roman lässt uns sprachlos zurück. Okay. Lasst uns jetzt die Gläser zerschmettern und uns hier befreien. Dann, liebe Freunde, würde ich sagen, wir hören uns zur nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge fangen wir schon mit Kurzgeschichten an, ist das richtig? Genau, wir beginnen mit Albträumen. Genau, wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mitmachen. Ihr findet unsere Leseliste auf unserer Webseite. Vieles davon ist jetzt schon durchgestrichen, weil wir da schon Gäste haben. Ihr könnt aber gerne euch einfach mit dranhängen, wenn ihr das möchtet. Dann schreibt uns einfach an, am besten über Twitter, da sehen wir es auf jeden Fall. Ihr braucht technisch nichts weiter, ihr braucht nur irgendwie ein Headset oder sowas oder ein Mikrofon und Teamspeak und Skype am besten, also am besten Teamspeak. Und sonst eigentlich nichts Großartiges. Wenn ihr die Bücher nicht habt, dann meldet euch bei uns. Wir würden euch die dann entsprechend zur Verfügung stellen. Und ansonsten bedanke ich mich ganz lieb bei dir, liebe Lara, dass du dabei warst. Ich weiß, es war ein Scheißbuch, es tut mir auch fürchterlich leid. Aber wir finden für dich bestimmt noch irgendein schönes. Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Podstock. Genau. Ich bedanke mich außerdem bei Jonas. Es war schön, dass du da warst. Diesmal nicht. Und ich bedanke mich auch beim Flo, dass du es auch diesmal mit uns ausgehalten hast. Es war mir eine lange, quälende Ehre, Dela. In diesem Sinne, liebe Hörerschaft, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Tschüss.